Hi Leute, willkommen heute zu einem neuen Hairbanging-Video. Heute geht es darum, einen Fade-Cut zu schneiden. Fade-Cut, auch Seiten auf Kontostand genannt, ist so der Hype-Schnitt, der im Moment überall von der Jugend und auch von älteren Menschen gewollt wird. Es geht darum, dass wir da bei 0 mm, 0 mm sind wirklich 0 mm, nicht so wie bei den meisten, die dann immer sagen, ja, mach mal 0 mm und dann gehen sie einfach nur mit dem kürzesten Aufsatz oder mit der kürzesten Maschine einfach da lang. Wir machen wirklich 0. 0 ist 0. Da gibt es nichts zu diskutieren. Heute haben wir zu Gast Dennis Lütgefrieh, Dortmunder Profifußballer. Freut mich, ich fühle mich geehrt. Dann wollen wir auch gar nicht lange drumherum reden. Wir legen los. Als erstes nehmen wir uns die Konturer und geben die Höhe des 0 mm Anschnittes an. Ich finde immer persönlich, es ist geiler, wenn wir nicht zu hoch gehen mit dem 0 mm, damit es dann einen schöneren, fließenderen Übergang gibt und das im Gesamtbild natürlicher wirkt. Dafür nehmen wir die Konturer und machen uns eine Linie. Nur mal so nebenbei, Leute, ich hoffe, euch gefallen meine Videos. Es wäre geil, wenn ihr einfach ein Abo da lässt, das Video teilt, ein Like da lässt. Es kostet euch nichts, mir hilft es. Jetzt gucken wir uns im Spiegel an. Ist die Höhe auf beiden Seiten gleich? Wir sind einmal drum herum gegangen. Ja, es ist gleich. Und jetzt gehen wir hin und rasieren das mit der Contura so kurz wie möglich. Dafür nehme ich natürlich wieder meine Wahl Barrett. Ich habe euch gesagt, ich arbeite sehr gerne damit. Das ist hier ganz wichtig, dass man so kurz wie möglich geht, damit wir nachher mit der 0 mm Maschine, auch mit der Wahl, alles wegrasieren. Die erste Arbeit ist getan und jetzt nehmen wir uns die 0 mm Maschine und rasieren das auf 0. Wichtig ist da immer schön schwankende Bewegungen. Es fühlt sich wirklich an wie ein Babypopo. Das ist halt immer wichtig, fühlt einmal drüber. Sind da noch irgendwelche Stoppeln? Wenn ja, geht da noch mal ruhig drüber mit der Maschine. Ihr könnt auch mit einem Rasiermesser, natürlich wichtig, mit einer neuen Klinge, noch mal drüber gehen. Das ist euch überlassen, aber ich mache es ab und an. Mal mache ich nicht. Hängt davon ab, wie glatt ich komme. Ob es blondes Haar ist, ob es schwarzes Haar ist. Das ist personenabhängig, kundenabhängig. Also da gibt es keine Vorgabe. Also es ist super glatt. Ich gehe aber nochmal zur Sicherheit mit einer frischen Klinge, die ich jetzt einsetze, nochmal drüber. Wenn ihr mich fragen solltet, welche Klingen ich benutze die vom Permasharp. Nein, nicht, weil ich sie kostenlos gestellt kriege, sondern weil sie einfach die schärfsten Klingen sind für mich. Also ich habe sehr lange mit Derbys gearbeitet, die wird jeder von euch kennen. Aber die Permasharp sind nochmal einen Tacken schärfer. Und wie ihr seht, ich kann trocken drüber gehen. Ihr könnt auch, wenn ihr Angst habt, mit dem Messer trocken drüber zu gehen, problemlos ein Rasiergel benutzen, damit die Klinge einfach nur besser gleitet. Okay, die Vorarbeit ist getan. Wir haben die Seiten auf 0. Natürlich können wir Dennis jetzt nicht so gehen lassen. Jetzt geht's weiter. Dafür nehmen wir die Wahl, die 100 Years Clipper. Damit ziehe ich ohne Aufsatz Scherblatt nach oben. Gute 2-3 cm gehe ich gerade nach oben.
wieder die Maschine nach oben hin wegdrehen. Wichtig ist, dass ihr immer symmetrisch arbeitet, so hoch wie hier auf der Seite geht, auch auf der anderen Seite gehen. Das ist halt wirklich verdammt wichtig. Jetzt nehmen wir uns den 1,5 mm Aufsatz. Damit ziehen wir nochmal einen Tacken höher. Da reden wir wieder von 2-3 cm. Jetzt gehen wir hin, nehmen den 3 mm Aufsatz und ziehen das Ganze nochmal einen Tacken höher. Da reden wir wieder von 2-3. Also wir gehen immer so kleine Schritte, damit der Übergang einfach fließender wird. Am Ende will ich so bei 6 ungefähr rauskommen. Also gleich nehmen wir noch den 4-5er Aufsatz. Das Bild an. Wir sind symmetrisch. Jetzt kommt der 4-5er Aufsatz. Und jetzt kommt zum Schluss der 6er. Also immer im Millimeter natürlich. Wichtig, zieht die Maschine immer nach oben hinweg, also so raus und nicht nach hinten ziehen. Sobald ihr die nach hinten zieht, macht ihr euch Kanten rein. Die kann man zwar rausarbeiten, aber man macht sich das Leben sinnlos schwerer. Das Gesamtbild an. Wichtig ist für mich immer, ein Fade Cut ist gerade nach oben. Wenn wir jetzt damit erstmal fertig sind, machen wir einmal erstmal wieder sauber. Immer sauber arbeiten, das ist so die halbe Miete. Jetzt nehmen wir die Konturen. Wie ihr hier ganz leicht erkennt, haben wir hier eine dünne Linie. Die Linie werdet ihr erstmal immer haben. Wir können die so gut wie möglich abschwächen mit der Wahl Contura. Jetzt wird die Linie noch mal einen Tacken schwächer. Jetzt seht ihr die, die verschwindet und der Übergang wird fließender. Wichtig ist da das A und O, das Werkzeug, Leute. Ihr kommt mit euren, ich sag's mal, China 20 Euro Maschinen oder 10 Euro Maschinen, kommt ihr nicht weit. Ja, das meiste wird in China hergestellt, das stimmt, aber es sind Unterschiede zwischen Wahl und euren 10 Euro, 5 Euro, 20 Euro China-Maschinen. Klar, die 20 Euro China-Maschine rasiert auch. Es kommt darauf an, was wollt ihr erreichen. Wollt ihr professionell oder wollt ihr einfach nur eurem Mann, eurem Freund, eurem Schatzi-Mausi einfach nur zu Corona-Zeiten die Haare schick machen. Jetzt haben wir die Linie weggearbeitet. Jetzt geht es darum, das ist so die feinste Kunst. Habt ein ruhiges Händchen. Wenn ihr auf Drogen seid und auf Entzug gerade, bitte macht es nicht. Euer Kunde, Mann, Schatzi, Mausi wird ausrasten, wenn ihr eben da irgendwelche Löcher reinrasiert. Ich gehe hin, von oben nehme ich die Contura freihand und rasiere so die abstehenden Haare nochmal weg. Ganz ruhig. Können wir hingehen, nehmen uns die Modellierschere und gehen einfach mit Kamm über Schere an den Seiten nochmal drüber und machen das Ganze nochmal so leicht weicher.
Also Leute, Dennis Lüttgefri hat sehr dickes Haar und viel Haar, Gott sei Dank. Also er hat sehr gute Gene. Um da einfach ein bisschen Fülle rauszunehmen, wir nehmen die Modellierschere. Wichtig, die Modellierschere mit den Zacken, damit wir nicht 100% abschneiden, sondern nur ausdünnen. Wir reden da von 40-50%. Nehmen die Schere und schneiden einfach rein. Natürlich nicht 10-mal an der gleichen Stelle, sondern da, wo es am besten dick ist. Perfekt, das reicht auch schon. Wir werden heute bei Dennis nicht oben die Haare kürzen. Die Länge ist eigentlich ideal. Wir stylen sie heute. Dafür nehmen wir unser Wachs von Seox. Auch kein Sponsor, Leute. Also ich mache hier keine Schleichwerbung für irgendwelche Produkte, sondern ich bin ganz ehrlich und sage euch einfach, womit ich arbeite, womit ich gute Erfahrungen habe. Wenn ihr Produkte kennt, die ihr gut findet oder die, wo ihr wollt, dass ich die gerne mal teste und sage, was ich davon halte, schreibt mir einfach unten in den Kommentaren. Ich werde sie mir kaufen und testen und euch ehrlich meine Meinung dazu geben. Jetzt machen wir wieder mal den Nacken sauber. Wenn ihr jetzt den Umhang abhabt, merkt ihr, jeder Mann hat unten noch Nackenhaare. Ey, das ist nichts Schlimmes, Mädels. Wir Männer haben halt Haare, so wie ihr auch. Die rasieren wir einfach weg. Also Leute, wir haben jetzt die Rasierklinge benutzt, um die Kopfhaut von den restlichen Haaren zu befreien und den Nacken auszurasieren. Wichtig ist, wir haben mit dem Messer die Hautschüppchen wegrasiert, entfernt, weggenommen. Die Haut ist automatisch leicht geöffnet. Um die Haut zu schließen, damit da weder umgedrehte Haare, sonst noch Reizungen, Pickeln, rote Kopfhaut oder sonstiges kommt, benutzt Aftershave. Das ist ganz, ganz wichtig. Habt ihr kein Aftershave zu Hause, wäre es auch noch okay, Parfüm drauf zu sprühen. Da ist Alkohol enthalten. Es reicht. Wichtig ist, benutzt es. Dafür benutze ich das von Reusel. Ist auch nicht mein Sponsor, aber ich benutze es halt. Ich finde den Geruch gut. Man kann auch relativ günstigeres benutzen. Das reicht problemlos. Einfach einmal drüber gehen. Jetzt kommt das Geilste überhaupt. Dennis kennt es. Alle anderen von mir kennen es auch. 0 mm kann jeder tragen, aber er muss den finalen Abschluss dafür erleiden. Dennis kennt es, es ist abgemacht. Das ist unsere Nackenschelle. So Leute, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Like das Video, abonniert meinen Kanal und teilt es. Peace.